Sachen einfallen, Leute, was man so benutzen könnte, also nur benutzen könnte, dann schreibt das doch einfach mal. Ja, genau. Ja, sicher. Was denn? Das hat doch kaum dich getroffen. Ja, aber trotzdem, du hast direkt zwei Tumore entstehen lassen. Kannst du nicht machen. Und die haben noch Verbrennungen. Tumore mit Verbrennungen. Geil. Oh, no. Boah, in dein Gesicht, ey. In dein Gesicht! Boah, bist du gemein. Ja, du bist jetzt in einem Tumor. Du bist der Nippel. Du bist Deutschland. Du bist der Nippel. Sei der Nippel. Los, dreh dich. Dreh dich, du Stück. Nein! Oh, ja, ins Feuer rein. 57 Schaden. Die Tumore haben komische Verbrennungen. Treffen. Was? Die Tumore haben komische Verbrennungen. Ja. Ma, was hab ich denn hier für eine doofe Position, Mann? Kannst du auch den Raketenwerfer benutzen? Stimmt. Na toll. Ich muss dich in ein Loch kriegen. Was, du willst mich in das Loch schießen? Reinkriegen. Ja, reinschießen von mir aus. Ich schieß den in ein Loch. So, dann nehme ich so und dann mache ich so und dann in dein Gesicht. Genau. Ja, klar, ja, da muss ich mich aber definitiv wegbewegen. Warum? Ach, nur so. Mit Raketenwerfer und Granaten kommst du noch drüber. WTF? Hier? Kannst dich auch selber opfern und die Rakete gegen die Wand ballern. Ja, genau. So, das halte ich für fair. Du Cheater! Du hast getummelt und nur deswegen gewonnen. Gleich nehme ich TNT und spring dich weg. Aber dafür habe ich ja dich, du kümmerst dich darum. Worum? Nein! Ma! Ums Nein! Ums Entschärfen. Du achso, kannst ja. Das ja, du hast ja ein Talent dafür. Für aller! Hä, wo ist meine Bombe? Ey, das muss doch so peinlich sein für so einen Terroristen. Stell dir vor, der rettet auf dich zu und dann ist die Bombe so eine Fehlzündung. Wer steht denn dann so vor dir da so, Und wie geht's? Hi! Warum machst du das denn? Ja, ich wollte zu den Jungfrauen. War das nicht ein schönes Feuerwerk? Ja! Richtig schön. Focus. Yes, sir. Warten auf andere Spiele. Oh, no. Ja! Okay, besser geht's nicht. Obwohl doch, eigentlich schon. Scheiße. Hey, mich hat nur eine der zwei Minen erwischt, ja. Ja, Glück gehabt. Weil ich deinen Olaf zerrissen hab. Nicht Olaf. Ja, welchen Olaf meinst du jetzt? Olaf, Olaf, Olaf oder Olaf? Den Olaf. Achso. Überleg mal, du hast eine Mutter und die nennen alle Kinder gleich. Manuel, komm essen. Ja Mama. Wir haben es auch noch perfekt gleichzeitig gesagt. WTF. Das Coolste ist ja noch, wenn die dann alle in derselben Schule sind, in derselben Klasse. Manuel, okay, du bist dran, Manuel. Bist dran, Manuel, Mann. German Let's Play Attacke. Nein! Du am Krummstöhnen bist, wenn du nicht triffst. Ja, erinnert mich an irgendwie gerade. Ich war gerade auf einem TS-Server. Und das erste, was ich gesagt habe, war: Bisse läuft mir aus dem Arsch! Und erst dann ist mir aufgefallen, dass nur ein Endner mit im Raum ist. Bist du gebannt? Nee. Eine Sekunde hätte gereicht. Ja. Aber hätte mich nur peripher getroffen. Ja, und dafür wäre die scheiß Verteidigung vor dir weg. Richtig. Oh, ich wollte mich gar nicht bewegen. Ups.
Mein Gott, dass ich ein Zentimeter bewegt. Nein! Ja! Oh, hat 2 Sekunden hätten da auch gereicht. Der Nippel hat sie richtig rumgedreht. Ja! Ja. Nee, falsch rum. Ups. Ich bin anscheinend schon nach innen gewachsenen Nippel gewohnt. Brüste mit Tumoren und nach innen wachsen. Geil. Weißt du, so zu deiner Freundin, ja, deine Nippel und deine Brust allgemein sieht ja echt ein bisschen komisch aus. Warum, was bist du denn für Brüste gewohnt? Und dann gehst du ins Internet. Tumore.net. Ja, Brusttumore.net. Ja, also die da zum Beispiel. Sowas, die finde ich geil. Kannst du dir nicht auch sowas zulegen? Lukas, halt einfach deine Brust mal 2 Minuten in die Mikrowelle. Mamma mia, let me go. Galileo. Rip-de-doodle-doo. Kaufe jetzt das Rip-de-doodle-Shirt im Fanshop. Ich sollte mal echt irgendwie, weiß ich nicht, jemanden suchen, der sich damit wirklich gut auskennt und den dann mal so ein paar T-Shirts erstellen lassen, weil die sehen echt grausam aus, manche. Rip-de-doodle-Shirts zum Beispiel sind echt, das ist einfach nur so eine stumpfe Schrift. Ey. Aber werden solche T-Shirts wirklich gekauft? Ja. Klar. Oft? Na, ich habe es jetzt, glaube ich, 80 Stück oder so verkauft innerhalb von einem halben Jahr. Ja. Charge, move! Das ist eigentlich schon relativ ordentlich. Jetzt, wenn ich wieder perfekt treffe, dann. Ich habe ja sogar selber 2 Artikel gekauft: einmal die Tasse und einmal ein T-Shirt. So ein Ei und dann Herz und dann meinen Controllerkopf. Welcher Controllerkopf? Ich kenne den nicht. Was? Controllerkopf? Wovon redest du? Oh, no. Los! Bist du überhaupt? Ja. Ma, Tumorbrust. Das ist aber eine komische Tumorbrust. Ich hätte einen dreifach so großen Tumor wie die Brust. Du musst im Übrigen noch dein Lala von vor einem Jahr auf dem Zombie-Kanal hochladen. Ja. Das ist so mal ein Re-Upload wert. Na, auf jeden Fall. Aber du hattest es nicht geschafft, auf den Server zu kommen, oder? Nee. Ja, du hattest ja praktisch schon gewonnen, aber dann kam da noch einer mit Fluch der Karibik. Ja, dieser Mongo. Oh, no. Ey. Nee, also für alle die es nicht kennen. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr und 2-3 Monaten so eine Art Contest laufen, wo man Aufgaben erledigen musste und wer die Aufgabe am besten erledigt hat, durfte auf dem offiziellen GLP-Server gehen. Und du hattest, glaube ich, bei dem Lala-Wettbewerb mitgemacht. Ich hatte überall fast mitgemacht. Bei dem Musikwettbewerb, wo man mit Redstone irgendwas machen musste. Ja, was gab es denn noch überhaupt? Eine Bahn hast du, glaube ich, auch gebaut. Nee, die Bahn habe ich nicht gebaut. Nein. Nee, Ma. Und das, dann gab es noch eins, wo man sich zeigen musste, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Oh, heiltot. Aha. Blup. Doppeltot. Gestorben durch Schaden und ertrunken. Hast du den Wassertempel gemacht? Ja. Ja? Ja. Ich guck gleich nochmal das ein oder andere Video. Ich fand das interessant, nochmal so zu gucken von vor einem Jahr. Das waren noch Zeiten. Nun gut, ich habe gewonnen. Ich bin der Pro. Nochmal im Vorlesen. Rip the Dooley war der Wurm der Würmer. Bin schon im Titelmenü. Na, Olaf hat sich nur unter der Bettdecke versteckt und Rip-de-Düdelu gewinnt den Kakerlakenpreis fürs Überleben. Rup-da-Dudelu hat den besten Schuss abgefeuert. Team Gemnet's Bay hat uns gut unterhalten. Team Zombie hätte es gleich bleiben lassen können. Team Gemnet's Bay war am genauesten weiter. Ciao. Okay, du bist sogar schon aus dem... Ey! Nee, ich bin noch im Spiel drin. Hä? Ich bin noch in der Lobby. Bei mir bist du draußen. Naja, egal, Leute. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann... Lasst es uns wissen. Dann töten wir uns weiter, beziehungsweise er tötet mich und ich gewinne mal aus Glück. Genau, eigentlich bist du viel besser bei so Spielen. Ich frag mich, was los war.
Ich hab's ewig nicht gespielt. Ja, stimmt, da bist du Das immer am letzte. Anfang sauschlecht und dann nach 3 Runden oder so. Nach 3 Runden bist du immer noch schlecht, aber nach 20, dann kannst du es wieder. Ja, du bist so ein Übungsmensch. Wenn er dann einmal kann und wieder drin ist, dann ist es vorbei, dann kann man sich direkt den Tumor nehmen. Und auf Quatsch, die nee, klar, auf Brüste der schmieren. Insider. Und in die Brust reinschmieren. Tumor Richtig aus der lecker. Tube. Nicht Mr. Code, sondern Mr. Tumor. Boah, Also egal. ich würde es Ich kaufen. hab schon wieder voll die ekelhaften Ideen, ey. Ja, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos, bei den nächsten Worms Battles, vielleicht auch wieder mit Zombie. Hallo. Hallo und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.